Hallo und herzlich willkommen. Leiser still. So. So. Das ist immer so ein langer Weg, ist es hier. So. Famos. So, Spieletipp. Ich habe jetzt den Dante Frame hergestellt, gebaut und ein bisschen gemoddet. So, allerdings auch nicht ganz fertig gemoddet, da mir ein paar Umbra-Formos fehlen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier. Na, zieh doch an. Genau. So, gehen wir mal auf Mottung. So, wie gesagt, ganz fertig ist er noch nicht. Weil die Umpaste habe ich ja drin. Da fehlt mir noch ein Formo, muss ich gucken, wann ich wieder eins bekomme. So, der Frame ist auf Fertigkeitenstärke aufgebaut. So. Wichtig, dass dieses Arcana am erster Stelle ist. Ansonsten stapelt das nicht. Habe ich so festgestellt. Und natürlich Antrieb wegen Energie. So, Flussbraucher. So, und wie ihr hier an die Weite sieht, hier ist TP und Dings ist eigentlich bei dem Frame ziemlich weit unten. So, Stärkebraucher. Das nächste, was ich noch gucke, dass ich Reichweite reinkriege, wenn ich mal Umbra-Former wieder habe. Und hier. Das, also hier muss ich noch abändern. Da muss ich gucken, dass hier das hier reinpasst. Wo ist es denn? Na? Das hier, genau, Prime Lebenskraft. Ich glaube, die bekommt man, dass der über irgendeinen Einlog-Tag. Richtig? Ja, ich glaube ja, das ist eine Belohnung. Belohnungsmod, die Prime Lebenskraft. So, und Reichweite müsste man reinmachen. So, aber man kann keine blinde Wut reinmachen, wegen Effizienz und so, da habe ich ja auch schon hier, weil der dauerhaft zaubern tut, ist es besser, wenn man Effizienz mit drin hat, auch wenn es nur ein bisschen ist, damit der weniger verbraucht. Wo hab ich's denn? Wo wollte ich denn jetzt? Blinde Wut, wo waren die? Wer sucht, der findet. Och, hier. Wegen die kann man nicht reinmachen. Sonst hat man zu wenig Minuseffizienz. Und dann hat man wieder eine Tonne. Also keine blinde Wut. So. Den Rest werde ich auch über Scherben ausgleichen müssen. Also, und hier muss ich auch noch was anderes machen. Also, so weit bin ich noch nicht, brauche auch Auraformer. Dann würde ich, muss aber jeder selber wissen, die ätzende Projektion reinpacken. Und wie ihr lesen könnt, die macht bei Feinde auch ganz gut für Eximusse die Rüstung runter. Eximusse haben meistens Rüstung und dann gehen die besser und schneller K.O. Und das ist fürs ganze Team, also summiert sich auch, wenn ein anderer das noch hat, dann hat man locker 30% oder so. Um 18% ist das, wenn voll aufgewertet. Also ja, knappe 30. Oder circa 30. So, muss man gucken.
Das hier muss ich auch noch abändern auf Minus. Ich denke mal, rein Reichweite ist ganz gut. Dann immer mal zu den Scherben rüber. So, da habe ich auch schon einen Plan. Ich habe jetzt erstmal provisorisch reingepackt. So. Hey, wo hast denn du die Zyste? Lol. Wo hast schon eine Zyste? Oh, ich bin befreundet? Ach so, das ging aber schnell. Okay, kommt erstmal weg. So, jetzt aber. So. Mal gleich mal hin nach. So, ich habe erstmal provisorisch diese zwei hier eingepackt beim Spawn. Maximum Energie und Energie um. Sammeln, die kommen aber, denke ich mal, wenn ich aber, also Maximum Energie könnte ich lassen, aber die hier wird noch ausgetauscht und zwar für, denke mal, mindestens drei rote. Einmal die Dauer tue ich darüber, einmal rein und zweimal Fertigkeitenstärke. Dann bin ich am überlegen, blau. Gesundheitsregeneration, dann braucht man sich nicht heilen. Und maximale Energie brauche ich nicht unbedingt. Vielleicht noch TP oder Schild. Eine von beiden. Auf jeden Fall brauche ich mindestens. Ne, ich brauche ja mindestens drei rote. Also wird es wohl die Gesundheitsregeneration werden. Also. Wie gesagt, jetzt seht ihr hier oben, ich habe gerade die Scherben nicht, ich habe erstmal provisorisch reingemacht. So. Wie gesagt, mindestens drei rote Scherben. Davon mindestens zweimal Fertigkeitenstärke. Und einmal Dauer. Weil Dauer braucht er auch. Deswegen kann ich bei ihm auch keine Minus-Mods oder so reinpacken. Ja, wo. Zum Beispiel Fertigkeit Stärke Plus ist und dann zum Beispiel wäre die nächste dann Dauer Minus oder Effizienz Minus. Das geht bei dem Framer ganz schlecht. Also guckt man, dass man über die Scherben, wer jetzt schon die Archon-Jagd frei hat, eventuell diese Sachen noch ausgleichen tut. So. Ja. So, dann werde ich mal kurz bei einem kleinen Überleben reingehen. Weil dieser Frame kann mit bestimmten Fertigkeiten Kombinationen, Schutzschild, eine große Kraftwelle. Also wie gesagt, Kombinationen über Kombinationen. Achso, die Waffe. So, da ist schon ganz gut. Obwohl ich keinen Griffen für habe. So. Auch die anderen Waffen, die es jetzt auf Deimos noch zu holen gibt, ja. Es haben alle Waffen Rippendisposition 1, obwohl noch kaum einer den spielen tut. Normalerweise sinkt die immer eigentlich, wenn damit gespielt wird. Warum die jetzt auf 1 ist, keine Ahnung. So, möglich momentan ohne Riffen ca. 30.000 Gesamtschaden pro Schuss. Und dann hat diese Waffe noch einen Radikal-Schuss. Der macht gleich mal 280.000. So, mit dieser Moddung hier momentan, die ich hier drin habe, gesagt, noch kein Riffen. Ja, geht ja auch nicht. Ist ja gerade mal ein paar Tage draußen, also ein Riffen noch nicht. Macht dann drei Kreuze, wenn ich einen Rücken habe. Weil man kann eigentlich alle anderen Waffen bei dem Frame getrost so ja, abrüsten, braucht man ja auch keine. So. Wie ihr hier seht, Gesamtschaden für den Radikalen gleich mal 280 oder so. Circa. So. Genau. Boah, schau dich mal ein Überleben.
und versuche mal die Kombinationen zu erklären. So. Weil natürlich Solo. Ich gehe am liebsten eigentlich bei Befallener hin. Trainier müsste ich auch mal austesten, aber okay, ich gehe mal bei Befallen. Genau, ich hebe Ferret. Genau, da will ich ein bisschen Ferret haben. Machen wir hier. Ich starte jetzt einfach mal eine Normalmissi. So. Für Stahlfahrt ist er jetzt noch nicht bereit, weil er noch nicht fertig ist. Aber für so eine Missy, schätze ich, kann ich ihn schon mal nehmen. So, voll bin ich. Super. So. Die. Also, ich habe Xbox, also müsst ihr mal für eure Konsole umdenken. Also, die erste Fertigkeit, da ruft ihr das. Das wäre A. Oh. Und so schießt die. Muss ich gucken. So, mal ein bisschen öffnen hier. Und ich glaube, das nimmt so ja ein bisschen Energie beim Schießen. Ja, okay. Doch. Halt. Oh, hier ist offen. Hui. So, ja, ich gucke mal, wie ich das am besten mache hier. Ich schätze mal, mit denen kommen auch Anfänger durch die ganzen Story-Dinger. Allerdings Nachteil, man muss erstmal die letzte, also die letzte Story-Missy, die auf Deimos mit dem Buch, ich glaube, das ist, wie heißt denn das? Oh Gott. Okay, die meisten wissen das ja eigentlich, die letzte Mission, die jetzt reinkam. Ja, müsste man auch durchspielen, nur damit man da jetzt die Störung drin kann. So, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, da mache ich ein Schutzschild, zweimal X, das wäre die zweite Fertigkeit, mache ich jetzt einfach mal. Darf ich mal ein bisschen Schild und dann jetzt Y, dann kriegt man ein größeres Schild. Natürlich, da ich das Fertigkeiten-Ding mit Stapeln drin habe, kann ich das ja noch mal zwischendurch machen. Hier starte ich mal. Ach so. Bisschen killen. So, hier wegen. Da nicht. Habe ich hier eine coole Stelle sonst noch? So, da ich ja das Arcana mit dem Fertigkeitenstab in der habe, habe ich rumgetestet, auch wie eine kleine Dobe. Wenn das an der Zwischenstelle kommt, funktioniert das nicht. Es muss also beim Frame unbedingt an der ersten Stelle. So, hier sind wir ganz gut. So, jetzt habe ich ein bisschen gekillt. Wäre ich jetzt mal kurz mal noch mal hier. So. Mache ich jetzt noch mal das Schild, damit ihr den Unterschied seht. So, guck mal hier. Und wir den Killen hier kommt. Das seht ihr nämlich gleich da oben am Schild. Dann wären das locker nämlich um die 30.000. Also das Schild tut man der ganzen Gruppe zaubern. Also nicht nur sich selber, das ist für alle. So, jetzt habe ich hier ein bisschen gekillt. Und jetzt mache ich mal Y. Und seht ihr, so, das war jetzt über 30, aber gerade eben auf Moll gekriegt. So, jetzt. Das war der Radial.
So, wenn ich jetzt zum Beispiel beim. Nee, halt. Wenn ich jetzt B, also die dritte und die zweite Fähigkeit drücke. So mache ich jetzt mal. Die macht Schaden, die macht nochmal Schutz. So, und wenn ich jetzt einen Radikalen mache, tue ich die Eulen beschwören. Also hier den, genau. Die machen dann für mich Schaden. Das ist der zweite. So, wenn ich das jetzt umgedreht mache, zum Beispiel erst die zweite, dann die dritte Fähigkeit. Mache ich jetzt mal. Schaue ich mir so ein Buch hier hin. Und jetzt radikal. Da habe ich ein Buch. Weiß nicht, was das jetzt direkt macht, ob jetzt das kann ich nirgendwo gucken und diese Fähigkeit ist auch nirgendwo irgendwo verankert. So, jetzt wenn ich zweimal die dritte Fähigkeit drücke, mache ich. So, dann kommt mal hier ein Stück ran. Also ihr seht ja schon, also deswegen jetzt auch ein bisschen noch Reichweite, demnächst drin muss. So. Und jetzt Y, radikaler Angriff für alle. Sind alle weggefegt. So. Also. So, Buch, komm mal, ja, radikal. Ah, geht da, die Schadenszahlen. Natürlich, wenn ich einen Gruppen kriege oder so, muss da noch Crit-Chance in den in der Waffe rein. So. So, Kunde ist man immer am Zaubern. Die Fertigkeit macht hier noch. So, kommt mal ran hier auf den Meter. Kann auch nicht sein, dass ihr bloß so ein paar seid. Oh, hier wieder radikal. Dann drücke ich wieder. Dritte und zweite. Mach meine Eulen. Oh, dann kann ich wieder zweite und dritte drücken. Dann mache ich das komische Buch. So, und dann jetzt sammle ich mal ein bisschen Kills. Also mache ich da jetzt kurz mal keine Fertigkeit. Ach nee, halt, muss ich doch. So, also nochmal für das Schild. Dritte und ich glaube erste. Zweite, nicht erste. So, und dann muss man erstmal eine Runde killen, damit sich der Stab importiert. Dann kann man vielleicht nochmal ein bisschen höheres Schild machen. Wie gesagt, ist für die Erntegruppe. Ey, du Viech da oben. Oh, na, Arsch. So, bisschen radikal mal durch da. Oh, und wie ihr seht, das Überleben funktioniert auch mit dem. Hatten jetzt bis jetzt nur bei Sanctuary ein bisschen ausgetestet oder testen können. Weil ich hier ein bisschen geformt habe schon. So. Gut, gut, gut. So, jetzt gucke ich mal. Schild da 37.000. Das macht das Arcana, was ich da eingebaut habe. Gott, wie heißt denn das jetzt schon wieder? Finger weg von mir. Weg hier. Und Bingo Bongo. So, ich weiß nicht, ob es noch eine Kombi gibt, aber das sind die, die ich jetzt weiß. Und es ist wichtig, in diese Kombis auch zu drücken, dann für das Buch zuerst die. Die, sag ich mal, gute Seite, dann die böse Seite, sag ich mal. Das heißt dann, also hier gibt es gut und böse sozusagen. Oder sag mal, positiv und negativ. So, dichten wir uns das Buch an. So, das habe ich. So, machen hier. So, Meier hier. Ein bisschen sammeln zwischendurch. Dann kann man die um ein bisschen stapeln, die Gegner hinstellen und Bingo Bongo machen.
So. Jetzt drücke ich wieder die dritte, um die Eulen zu beschwören. Okay, machen wir mal noch ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen stärker. Mal gucken, wie das wird. Und wie gesagt, hier, das ist das schöne Buch, wo ihr richtig spielen könnt. So, und jetzt kriegt ihr die Eulen um die Ohren, bitteschön. So, ich muss mal gleich wieder Schritt machen, erstmal die Fertigkeiten machen. So. Also so ist das Arcana mit dem mit der Fertigkeitsstapelung. Bis zu 200 kann ich stapeln. An 0,24 oder 25% der Fertigkeitenstärke. Und wenn ich dann 200 mal gestapelt habe, kommt doch eine Tonne raus. Das, allerdings muss man dann auch 200 Gegner können in der Zeit. Mal gucken, ob ich mal ein bisschen höher rauskriege. Sieht man eben oben an das Schutzschild und man bufft die ganze Gruppe damit. Also nicht nur sich, sondern alle. Oh, das war Radikalangriff der Waffe. So. Hier muss mal. Guck mal, einen Radikalen. Nee, geht noch nicht. Fokus kann ich natürlich auch sammeln, aber brauche ich jetzt nicht. Mal. Oh, war ein kleiner Radikaler. So. Wie gesagt, wenn man Rüben hat, nachher setzen wir mal noch Crit-Chance rein oder so. Und noch Schadenserhöhung. So, jetzt mache ich das Schild mal. Ja. Und gleich wieder höher das Schild da. Also man macht hier eine Tonne Fertigkeiten bei dem Feuer. Schießt natürlich wie blöde. Einmal ein bisschen schön killen. Die Stahlfahrt reicht doch noch nicht, weil er noch nicht fertig ist. So. So, machen wir nochmal. Genau, drüben. Einmal so, also dritte und zweite. Immer noch mal ein bisschen, also für die Eulen braucht man ein bisschen Dauer drinne. Deswegen habe ich ja das auch ein bisschen erklärt. Ey, die wird nicht gestänkert. Oh. Ja. Das ist noch nicht ganz so fertig, merkt man auch. Aber die könnte ich ja sehen. So, dichten wir uns das Buch an. Mit der zweiten und der dritten. Das ist die Reihenfolge für das Buch. Das könnte Schadenserhöhung sein, das weiß ich nicht. Was das da machen tut. Das ist das einzige, also ich glaube, das ist auch bloß Unterstützung oder so. So, ihr bekommt jetzt eben auf den Deckel. So, kommt mal her. Ja. Also, wichtig Fertigkeiten stellen, die ich habe. Dann kann ich mit dem auch stark fortrennen oder so. So. Mal her. So. So, machen wir. Ach nee, nicht das Buch wegpacken. Na? Das Uwe. So, bevor ich den Ulti immer zünde, immer ein paar Kills machen, damit das, was man, also durch das Arcane, dass das ein bisschen mehr Schaden anrichtet oder sonst dergleichen.
Und das funktioniert auch. Leider kann man keine, sagt man denn das dazu? Also Fokuslinse, genau. Man kann auf der Waffe hier, was der mit sich trägt, leider keine Fokuslinse drauf machen. Was schade ist, so ein bisschen. Oh, ein bisschen Schild gleich. Also ihr könnt immer wieder versuchen, euch zu erhöhen. Und das Schild kriegt die ganze Gruppe dann, wenn man mit mehreren unterwegs ist. Ja komm, ja. So, Schaden macht sie ganz gut. Weiß jetzt nicht, schon 12 Minuten drinne. So. Kommt da eine ganze Reihe, kann ich da draufhauen. Ja. So. Und jetzt mal ein bisschen. So. Ja, 32.000, okay. Also wie ihr seht, mit dem Arcana zusammen erhöht sich das nochmal. Und da muss natürlich nochmal Fertigkeiten Stärke. Dann erhöht sich auch das Schutzschild da oben. Und wie ihr seht, mit dem Schutzschild kriegt er auch wirklich keinen Schaden auf das andere Schild. Bin ja hier bei die Viecher drinne. Na gut, fatal bei Feinden natürlich. Die können natürlich irgendwann die TP, die nicht TP, die Energie klauen. Ist natürlich auch. So. So, das und dann das. So, wo seid ihr? So rumkühlen. Einmal radikal in die Kusche. Ja, komm hier hinten welche. Ja. Und einmal die Eulen. So. Das. Oh, wo sind denn die Gegner? Gegner sind futsch. Warte. Nein. So, machen wir wieder das Buch. Da habe ich auch noch mal einen Schutz. Ah, okay. Aber was das Buch jetzt für einen Schutz macht, keine Ahnung. Kann man auch nirgendwo nachgucken. Sieht dann wahrscheinlich dann noch im Internet. Oh, als auf die Lappe. Just found. They could not do this without you. Oh, so, das wird so ein bisschen quengelig, wie gesagt. Oh, hier mit dir. Oh, 1 Million Schaden. Wow. Soll ich jetzt mal Richtung Ausgang? Ich bin da richtig. Ja, fast. Hier muss ich lang. Nö, nicht richtig. Da lang. Aha. So, okay. Locker 20 Minuten, du mit der Motto könnte man vielleicht durchhalten, aber ich werde jetzt erstmal rausgehen. Wollte ja auch erstmal nur die Fertigkeiten zeigen, soweit. Wow.
Wenn der fertig ist, dann kann sich der Stalker auf Stahl fortfreuen. Schätze ich mal. Wie gesagt, müsst euch merken, dass Kana, sag ich, gleich im Tausend bin. Nochmal. Da, ne? Ja. So. Alle einmal auf die Ommel. Was hab ich denn jetzt gezaubert? Wo die Kraftwelle, okay. Oh, machen wir nochmal die Eulen. Dann kriegt ihr ein paar Jolt. Bitteschön. So, Ausgang ist nicht mehr weit. Und bei 17 Minuten kriegen wir noch 20 voll und dann. Okay. Na? Doch, werden wir mal das Schild nochmal erneuern. Bist du so pfui, du? Oder was ist befallen noch? In Ruhe. So, mit meiner Einstellung, die ich hier habe, musste ich jetzt selbst bei den Befallenen nicht mal Energie stellen. Mein Schild geht nicht weg durch das Zauberschild, was ich habe. Es schießt mir keiner auf die Ommel und auch niemand durch. Ach, geht doch weg hier, hätte ich ein Viecher. Muss doch killen, um das Schild zu machen. Wie gesagt, 200 Kills, dann könnte man ein Endlos-Ding kriegen. Mal gucken. Na, Endlos auch nicht. Müsste man mal ausprobieren. Irgendwie mit einer Tonne killen, dass sich das wirklich übel stapelt. Fett läuft auch bei dem Arcana nicht ab, gegen das Stapeln. Muss eben halt nur killen. Muss ich eine Weile warten, ehe ich das dann zaubern kann. Naja. Danke, mal fein. Kommt doch mal her. Meter, okay, radikal ist eigentlich fertig. Mache ich euch hinzu. Hm. Ich muss noch so eine verblättert. Dann kommen wir hier radikal. So. Jetzt mal das Schild probieren. Da ein bisschen höher ist es. Ist auch nicht so einfach mit dem Killen. Und natürlich muss man Ressourcen sammeln. Weg, du Viech. So, gucken, noch eine Minute. Mach mal einen ganz kleinen. Mach mal, wo ist denn jetzt der Weg? Wo ist der Weg? Wo ist das Loch? Hä? Oben. Mach mal hier oben irgendwas noch. Ja, okay. Jetzt. Geh aus dem Weg. Hey, nicht runter. Nein. Muss hier irgendwo sein. Hier muss das. Mann. Ja, hier. Oh, haben wir die Belohnung auch noch mitgenommen. Und können Schuss sagen. Du kamst und gingest. Okay. Schicken wir mal noch welche los. Viel Spaß damit und raus. So, ich hoffe, dass es für euch alle ein bisschen aufschlussreich war. Ist jetzt auch kein langes Video, sondern ist ja bloß ein bisschen Info über den. Nicht noch auf. Ja.
Ach, da, draußen. So. So, Motten sind noch nicht fertig, aber habt ihr einen kleinen Plan bekommen, wie man den aufbauen könnte? Und 20 Minuten für ein paar mit ein paar fehlenden Mods und so. Mein Überleben, glaube ich, gar nicht mal so übel. So, ich glaube, Erweiterung, genau. Arcana Erweiterung gibt's auf Sariman bei dem Händler und natürlich seit neuestem Paket von bei Lloyd müsste man dann allerdings Arcana verscherben wiederum. So, man könnte das ja selber noch mal sehen. Da stapelt sich die Fertigkeit, also Fertigkeitsstärke. Und Antrieb wegen Energiekugeln. So, muss ich noch umändern, den Rest. Aber ihr seht hier, noch nicht ganz fertig. So, das war's dann erstmal für heute. Oh, könnt ihr auch wenigstens gucken, wie der so einigermaßen funktioniert. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Doch.